Und Boxen auf zum 41. Oleanderrennen. Alle Kandidaten sind sehr gut abgesprungen und jetzt möchte sich natürlich jeder ordentlich einsortieren. Wer hatte den besten Start? Tressrock Danon ist vorne raus und die übernimmt hier bei ruhiger Fahrt das Kommando vor King's Messenger. So kommen sie jetzt gleich zum ersten Mal an der Einbiegung in der Zielgeraden vorbei. Tressrock Danon bei ruhiger Fahrt vor Lacateno außen in vierter Spur. Dann sehen wir Altano gut mit dabei, auch King's Messenger Earl Salzer an der Innenseite. Jetzt Flamingo Fantasy, fünftes, sechstes Pferd ungefähr. Dann hat sich außen Caudillo einsortiert. Letztes Pferd ist Greek Wedding. So haben die Pferde die 400-Meter-Marke passiert und gehen auf die 300-Meter-Marke zu. Und sie dürfen natürlich ihren Favoriten jetzt gleich kräftig anfeuern, wenn wir hier zum ersten Mal vorbeikommen. Im 41. Oleanderrennen zum ersten Mal in Hoppegarten. An der 200-Meter-Marke Tressrock Danon voraus. Mit Alexander Pietsch vor Lacateno. Mit Johann Victoire in zweiter Position. Dann außen Caudillo mit Daniele Porcu in dritter Spur, in dritter Stelle. Dann King's Messenger mit Josef Bolko an der vierten Position, anderer Starke, fünfter mit Flamengo Fantasy, dann Altano mit Rastislav Juracek vor Earl Salzer mit Philipp Minarik. Dann sehen wir Norman Richter auf Aviator und letztes Pferd ist Greek Wedding mit Kenneth Pattinson. So sind sie zum ersten Mal an uns vorbei und biegen in den Logierhausbogen ein. Tressrock Danon hat die Spitze mit einer halben Länge vor Lacateno. Tressrock Danon, Lacateno, das ist die Spitze des Feldes. An dritter Position sehen wir King's Messenger an der Innenseite vor Caudillo außen. Unverändert fünftes Pferd ist Flamingo Fantasy, dann Altano außen. An der Innenseite sehen wir Aviator, zwischen beiden galoppiert Earl Salzer und letztes Pferd ist Greek Wedding. So haben die Pferde gleich die Gegenseite erreicht. Es sind noch ca. 1800 Meter bis zum Ziel. Jetzt sollten sie zumindest einmal tief Luft holen. Die gleiche Distanz steht noch einmal an. Tressrock Danon mit einer halben Länge Vorteil vor Lacateno, dahinter Caudillo an dritter Position. King's Messenger vor Flamingo Fantasy. Dann sehen wir Altano vor Earl Salzer. An der Innenseite ist Aviator zu sehen und Greek Wedding macht sich jetzt ein bisschen auf den Weg nach vorne. Das Feld ist dicht geschlossen in der Gegenseite. Circa sechs Längen nur vom letzten bis zum ersten. Und der erste ist Tressrock Danon. Tressrock Danon voraus vor Lacateno. Caudillo an dritter Position vor King's Messenger. Flamingo Fantasy, alles unverändert. Dahinter in fünfter Position vor außen Altano. Dann sehen wir Aviator vor Earl Salzer und Greek Wedding. Letzter außen in dritter Spur galoppierend. Unverändert, dicht geschlossen. Das Feld ausgangs der Gegenseite unterwegs. Tressrock Danon voraus. Auch ich muss meinen Luftholer nehmen. Tressrock Danon vor Lacateno. Dann verbessert Earl Salzer die Position außen. Dann sehen wir Altano. Innen ist King's Messenger unverändert dicht dabei. Auch Flamingo Fantasy dabei. Caudillo musste kurz etwas Boden verlieren, hat aber sofort wieder gut gemacht. Dann außen Greek Wedding dabei und letzter ist Aviator. Die Pferde haben den Scheitel des Schlussbogens erreicht und Earl Salzer die Spitze genommen. Earl Salzer und Philipp Minarik voraus vor Tressrock Danon. Und jetzt wird es vorne schneller. Jetzt wird höher geschalten. Earl Salzer vor Tressrock Danon, der bleibt dran. Dann ist Lacateno in dritter Position zu sehen. So kommen die Pferde in die Zielgerade hinein. An der 500-Meter-Marke sind die Kandidaten vorbei im Oleanderrennen und Earl Salzer probiert sich jetzt hier zu lösen von Tressrock Danon. King's Messenger probiert den Angriff an der Innenseite. Lacateno und Flamingo Fantasy und weiter außen Altano in der Bahnmitte. Der Endkampf an der 300-Meter-Marke zwischen Earl Salzer, Tressrock Danon ganz in den King's Messenger. Hier kommt Lacateno wieder, Flamingo Fantasy und ganz außen Altano. Tressrock Danon gibt sich nicht geschlagen und nimmt wieder die Spitze auf die 100-Meter-Marke zu. Altano wird außen immer schneller. Tressrock Danon, Altano, Altano, Tressrock Danon, Tressrock Danon, Altano, Altano, Tressrock Danon, Altano gewinnt es. Altano gewinnt das Oleanderrennen vor Tressrock Danon im Zielfoto. Dritter wird dann Earl Salzer vor Lacateno, dann Flamingo Fantasy vor King's Messenger. Abstand bis zu Greek Wedding, dann Caudillo und letzter Aviator. Meter lang ist das Rennen und dann sehen wir so einen klasse Endkampf im 41. Oleanderrennen, Preis der deutschen Besitzer und Züchter, Gruppe 3 über 3200 Meter. Hier die vorläufige Platzierung zum fünften Rennen. Nach Auswertung des Zielfotos gewinnt die Programmnummer 1 Altano unter Rastislav Juracek. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 2 Tressrock Danon unter Alexander Pietsch und auf dem dritten Platz die Programmnummer 6 Earl Salzer unter Philipp Minarik. Die vorläufige Dreierwette zum 41. Oleanderrennen.